sieht's aus. Meine Fresse, alter Schwede. Mittlerweile glaube ich, dass die Classic-Klassen diese ganzen, also Richtung Classic, ich glaube, ihr habt eine viel, viel extremere Härte vorzuweisen als die schweren Jungs. Ja, das stimmt schon. Im Endeffekt bei uns zählt die Linie, die Symmetrie, dass es halt alles schön zusammenpasst. Und naja, wir haben ja bestimmtes Gewichtslimit. Wir wollen dann auch dementsprechend so viel Muskel wie möglich auf die Bühne draufpacken. Und da muss man einfach richtig tief mit dem Körperfett gehen, damit wir auch in das Gewichtslimit passen. Also die Linien in deiner Klasse, alter Schwede, auch von deinen Konkurrenten, du hattest kein leichtes Spiel da oben. Naja, auf jeden Fall nicht. Also der Armin, der wahrscheinlich nach mir kurz kommt, ich habe mir echt Sorgen gemacht wegen dem. Da tut man ja natürlich checken vom Wettkampf, wer alles in der Klasse eventuell starten könnte. Habe mir echt Sorgen gemacht, aber nochmal das letzte Mal, das dritte Mal innerhalb von 3 Wochen Gas gegeben, das Beste draus gemacht. Und so. Jetzt nur auf den Weihnachtsmann warten. Ja, auf jeden Fall. So sieht es auf jeden Fall aus. Ich würde auch sagen, dass du das Ganze drumherum hier heute erstmal ein bisschen sacken lässt. Wir sind natürlich gespannt, wie es bei dir weitergeht. Auch wir, Bodystream, werden dich weiterhin verfolgen. Ich denke mal, das wird nicht der letzte Scherz gewesen sein. Möchtest du noch jemanden grüßen? Auf jeden Fall, keine Ahnung, Team Powerhouse, Clever Fit Esslingen, meine Eltern, alle, die mich unterstützt haben, alle, die mir Nachrichten geschrieben haben, mich motiviert haben. Vielen herzlichen Dank. Und wohlgemerkt, das waren gerade Grüße vom internationalen deutschen Meister. Von daher, viel Erfolg weiterhin. Dankeschön. Wir sehen uns auf jeden Fall nochmal und wir gucken mal, was der Armin dazu sagt. Danke dir.